Ja, hallo Leute, wir sind hier im Lager. Ich habe alles aufgeräumt und jetzt ist nur so eine Geschichte, die ich noch machen wollte. Das ist hier, sag schon, mein Kochpot gucken, was wir hier machen können. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht angepackt, oder? Kessel benutzen und da haben wir noch ganz viele Rezepte oder sowas, ne? Wo wir doch hier rohen Fisch und sowas machen können. Die Fische, die Barsche, die haben wir doch. Da können wir da doch was raus machen. Das sollten wir nach dem Logo mal in Angriff nehmen, ne? Gucken, was wir für leckeres Essen kriegen, damit wir mehr Ausdauer haben und mehr Gesundheit. So, das heißt, wir müssen erstmal hier an unserer Küchenutensilien. Das ist natürlich doof, die stehen jetzt eigentlich nicht so in der richtigen Ecke, ne? Hier ist nämlich der Fisch, den nehmen wir mal mit. Nehmen das mal alles hier mit, diese vier Zutaten. Ich glaube, die können wir bestimmt gebrauchen. Gucken wir doch mal, oder? Ah, du hast kein Holz, ne? Ich will auch kochen und nicht. So, jetzt sind wir im Kessel. Fische, den können wir schon mal machen, ne? Ein guter Fang. Dieses Rezept erfordert nur eine einzige Zutat: roher Fisch. Was bringt der uns? Das weiß ich noch nicht. Den kann ich auf jeden Fall zweimal herstellen, ne? Oder? Ne, doch nicht. Jetzt habe ich den rohen Fisch gemacht. Was kann der? Ein guter Fang, hergestellt von das Reitergewicht. Das heißt, den kann ich wieder zurückstecken, wahrscheinlich. Ist bestimmt irgendwo eine Zutat dann, ne? Lass uns mal gerade durchschauen. Vielleicht finde ich den rohen Fisch jetzt hier irgendwo. Ne, leider nicht. Aufwerten kann man nichts. Aber das ist ja nicht schlimm. Kriegen wir bestimmt noch hin. So, was haben wir hier? Hier haben wir Honig, Blaubeeren, Himbeeren und Löwenzahn. Und was kriegen wir dafür? Gesundheit 50. Das ist doch mal schon mal eine Nummer, oder? Mit. Was haben wir hier jetzt? Met, das gibt Widerstand. Das ist okay. Das ist jetzt, sehe ich momentan nicht so als wichtig an. Ausdauer, ja, ist auch schön zu haben. Was haben wir hier? Gesundheitsregeneration und Metmischung lecker. Ja, das hört sich ja noch besser an. Gesundheitsregeneration minus 50%, Ausdauerregeneration plus 100. Naja, cool. Das wäre vielleicht umgekehrt für mich interessanter, weil ich bin mehr der Typ, ne? Die Bärenmarmelade, die bringt hier Heilkraft. Tick 2 Stück, dauert 20 Minuten. Ausdauer noch dazu und HP Tick 2. Vielleicht ist das ganz cool. Also wir müssen noch ein paar Zutaten rausholen, die wir hier hatten, ne? Genau, wir nehmen mal die Blaubeeren mit, wir nehmen mal die Himbeeren mit und wir nehmen mal den Honig mit. Und dann gehen wir nach draußen. Den Fisch können wir, glaube ich, erst hier wieder reinlegen. Ich glaube, das war nix. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo wir den woanders brauchen können. Und die anderen Zutaten weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir die auch irgendwo brauchen konnten. So. Da fehlt uns rohes Fleisch. Ah, zu wenig Himbeeren, super. Auch zu wenig Himbeeren. Überall für zu wenig Himbeeren. Na toll. Also das war's nix. Da müssen wir erst eine Bärenjagd organisieren. Das heißt, das können wir erstmal alles. Ne, hier ist es falsch. Das können wir auf jeden Fall erstmal alles hier reinlegen wieder, weil das sind bestimmt Kochzutaten. Und die anderen Sachen können wir daneben legen. Hier rein. Gut, das heißt, das bleibt hier und der Honig bleibt auch hier. Dann sind wir erstmal so weit fit. Was wir dann aber noch machen wollten, wo ich noch drüber nachgedacht habe, hier in dieser Ecke möchte ich noch einen Hochstand machen, damit wir da die Angreifer mal, wenn die hier kommen, wisst ihr, was ich meine, diese Tagesangreifer, dass wir die dann vielleicht mal abwehren können mit Pfeil und Bogen. Dafür würde ich hier in der Ecke einen Turm bauen. Dafür brauchen wir eine Plattform. Und die müsste man hier oben irgendwo so dran basteln können, ne? Aber das sieht jetzt gerade nicht so aus, dass es geht. Holzboden 1x1, Holzboden 2x2. Sieht so cool aus, ne? Aber. Und dann so eine Leiter da dran. Geht das? Wäre das schon alles?
Kriege ich die auch in diese Plattform dran? Ah, da wird es gehen. Ja, lass uns mal gerade hochgehen, ob das geht. Ja, das sieht ja super aus, ne? Ich glaube, das kannst du schon mal vergessen. Ich glaube, das war reparieren, ne? Ich will aber nicht reparieren, ich will es ja abreißen. Und die Plattform da oben, kriege ich die abgerissen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hätte erst die vielleicht abreißen müssen, so ein Shit. Ja, da reißt er mir was anderes ab, aber nicht das, was ich abreißen will. Wie kriegen wir das jetzt geschickt, am geschicktesten hin? Gute Frage, ne? Die Leiter wäre schon okay, aber vielleicht hier so hin. Da rastet die ein, ne? Das ist schon mal gut, ne? Kann ich dann wenigstens hier jetzt. Ah, super. Komme ich da drauf? Ich glaube, jetzt habe ich's. Diese doofe Plattform kommt jetzt weg. Sehr schön. Gut. Okay, die ist auch weg. So, auf ein neues Plattform bauen, ne? Hammer raus, Rechtsklick, Plattform. Kann das sein, dass es jetzt gut ist? Nein, ich wollte das nicht so machen. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Oh, Rechtsklick will ich nicht machen eigentlich, ne? So. So gefällt mir das. Und wie komme ich da drauf jetzt am besten? Eigentlich mit einer Treppe von hier links, ne? Dann muss ich aber hier die Dingens wegnehmen, sag schon. Die Fackel muss da weg. Aber genauso war die Idee. Dann hier zack, Pfeil und Bogen. Und dann geht's los, ne? Dann kann ich die alle angreifen, die hier sind, oder? Gegenstand benutzen. Ne, ich will den Gegenstand eigentlich nicht benutzen. Ich möchte das Ding abholzen. Das wird wieder schwierig, ne, die Fackel da jetzt wegzukriegen. Ja, das hat geklappt. Und da muss ich aber reparieren jetzt. Muss gerade noch gucken hier, da ist bestimmt auch noch was kaputt, oder? Ne, sieht erstmal gut aus. Hier, das kann auch weg, ne? Das steht mir nur im Weg. Glaube ich. Ja, wir haben wieder nichts gegessen und deswegen ist es auch so schlecht hier am Laufen, ne? Wie immer. So, und die Tür hier, die kann eigentlich auch weg. So, jetzt nochmal den Hammer gucken. Haben wir alles heile, ja.
Warte mal, die Tür kann man auch reparieren. So, das sieht erstmal gut aus. Der ist leer. Der ist auch leer, okay. So, jetzt kann man hier besser durchgehen schon mal. Und da können wir hochgehen und das ist schon mal gut hier in Wehrhaft sein. Gut, okay. Passt erstmal, ne? So, Essen hat nicht geklappt. Das war jetzt ein bisschen doof. So, was können wir hier noch machen? Erstmal was reparieren. Und dann ist hier bronzene Brustpanzer haben wir, ne? War doch der hier, oder? Ja. Bronzener Beinschutz, den haben wir nicht. Warte mal, da müssen wir erstmal gucken, ob wir hier noch Zeug für haben. Da können wir schon mal nichts machen. Das heißt, wir können schauen, dass wir hier was drin haben. Ah, 5 Stück hätten wir. Ein bisschen Zinn haben wir auch. Und die Nägel nehmen wir mal auch gerade raus. Das Holz lassen wir auch noch dabei. Vielleicht brauchen wir das gerade noch. Aber Bronzenägel, Metzgermesser geht nur. Was fehlt denn da? Noch Leder. Okay, Leder haben wir, glaube ich, drinnen, ne? Ach, er ist wieder, kann wieder nichts tragen, ne? Leder war doch hier, oder? Nimm mal beides mit. Nee, das war falsch. So, schnell darum. So, jetzt können wir schon mal was machen. Wir haben hier noch eine Lederkappe, oder? Genau, dann können wir schon mal auf jeden Fall einen Bronzehelm machen. Aber wir machen erstmal diese Bronzenbeinschienen, weil das gibt zusätzliche Rüstung, die wir bis jetzt noch nicht haben. Den Helm hätten wir noch. Also machen wir das erstmal. So, ach so, dann zieht er die Hose aus, oder was? Ah, das wusste ich jetzt nicht. Da hätte ich gedacht, dass er das anbehält und das zieht er da drüber. Naja. So, und das heißt, hier ist wieder nichts mehr, ne? Ah, den Flug, den sollten wir vielleicht auch noch brauchen, damit wir was anpflanzen können. Kriege ich jetzt was hin? Ne, geht nicht. Das heißt, ich muss erst was wegschmeißen, damit ich laufen kann, oder was? Das ist ja auch geil, oder? E, E. Und reinlegen, passt. Gut, das hat jetzt nicht gefruchtet, aber egal. Ja, das Holz brauchen wir nicht mehr, haben wir ja gehabt. Nee, Quatsch, das war jetzt genau wieder mal falsch rum. Einmal bitte nach unten legen. So. Und dann müssen wir noch was reinlegen. Hier. Das Leder kommt da rein. Und die Nägel, die waren draußen, ne? Haben wir die liegen gehabt. Okay, dann kommen die da wieder rein. Ach so, und was können wir noch basteln? Das ist auch noch die Frage. Wir wollen noch was noch erweitern, ne? Da müssen wir noch mal gucken. Was haben wir denn da für eine Option für Möbel? Nix. Bauen. Ist klar, Herstellung. Ah, Herstellung, das ist es. Ah, hier ein Amboss. Holz und Bronze. Jetzt haben wir keine Bronze mehr, ne? Oder? Hatten wir gerade Bronze weggelegt? Ne, es war nur Zinn, was wir weggelegt haben, ne? Das ist schlecht. Fehlende Voraussetzung. Holz und Bronze. Das heißt, wir müssen Kupfervorkommen wieder finden, damit wir weitermachen können, oder? Hier war ja nichts mehr drin, ne? Ne. Oder fehlt es an Kohle und hier ist was drin, weiß ich nicht. Ne, da fehlt es dran. Kohle ist da. Das heißt, wir müssen auf Achse gehen, müssen Kupfer holen, damit wir hier weiterkommen, ne? Sonst geht das hier nicht. Ja, wir können da aber mal gerade Holz reinschmeißen, damit das schon mal läuft. Ne, machen wir mal anders. Noch 11 dazu. Weil da gehen ja nur 25, glaube ich, rein, ne?
Sonst tragen wir nämlich den Rest wieder mit uns rum, ne? So, dann kann das produziert werden, während wir auf Achse sind, sozusagen. Gut, das würde dann bedeuten, dass wir jetzt eigentlich schauen müssen, dass wir Kupfer kriegen, ne? Damit wir Bronze und Zinn. Warte mal, wie viel Zinn war denn noch da? Fünf oder was waren das? Achte. Aber warte mal, für den Amboss braucht man das nicht. Aber müssen wir mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall, das Kupfervorkommen haben wir ja schon gefunden. Das war ja hinter der Grabkammer. Ich würde sagen, ich werde mich aber offline darum kümmern, dass wir das Kupfer holen. Da laufe ich dahin. Wenn was Wichtiges ist, muss ich halt zuschalten. Wenn nicht, dann nicht. Machen wir so. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.